Das ist Sabrina Fehwinger, Geschäftsführerin von AMC Schmidt in Idar-Oberstein. Und das ist eine Rarität, ein Detlefs Professional exklusiv. Snow sogar, ja, denn Snow bedeutet, er hat eine ganz spezielle Ausstattung, die wir uns gleich mal so ein bisschen anschauen werden. Hier vielleicht mal die technischen Daten. Es steht auf dem Preisschild 55.354 Euro und er hat ein Winterpaket Alde Snow Plus. Das heißt eine Warmwasserheizung mit drin, also nicht über eine Luftheizung, sondern er hat richtige Heizkörper mit drin und ein Sicherheitspaket für einen Caravan, hat Leder mit drin, eine Dachklimaanlage, hat eine Gewichtserhöhung auf 2,5 Tonnen und man kann eine Toilette einbauen an einen Ort, wie man das möchte. Man kann den bekommen entweder ohne Toilette, wie er hier ist, oder mit Toilette. Das ist wahlweise, darüber wird man sich dann einig, ob man jetzt eine Zahaka-Toilette haben möchte, eine Verbrennungstoilette. Also ihr bietet alles an, was es irgendwie gibt. Die könnte man nachrüsten, wenn man das will. Wo wir den Platz finden bei dem anderen Fahrzeug, was wir jetzt abgedreht hatten, war mehr Platz wie bei ihm hier. Aber wir finden da einen Weg. Finden wir irgendwo einen Weg, genau. Das ist schön gesagt. So, ich zeige mal gerade hier vorne. Das Ganze ist eine Tandemachse von Alco. Professionell bedeutet auch hier das Fahrwerk, also ist erhaben. Das ist gedacht für professionelle Einsatzzwecke, für Leute, die wirklich das ganze Jahr über drin wohnen, muss man aber nicht. Muss man nicht, aber dafür ist es gedacht. Richtig erkannt. So, eine alte Heizung hat natürlich einen riesen Vorteil. Ich habe keine Luftheizung mit drin, sondern ich habe eine Warmwasserheizung wie zu Hause. Ja. So, und hier vorne sieht man es, der exklusiv 87 KQR. KQR mit natürlich einer ATC-Sicherheitsschaltung mit drin, die auch ans Elektronetz angeschlossen wird, grün leuchtet und die das Schlingern verhindern soll, wenn er denn richtig beladen ist. Wichtig ist, dass er grün leuchtet, dann funktioniert sie auch. Ja. So, da ist nämlich die ATC mit drin, die kleine Leuchte. Ja, und so sieht das Gerät, hätte ich fast gesagt, von vorne aus. Wir gehen am besten gleich mal rein, denn der Grundriss, der hat es in sich, der ist wirklich toll, oder? Ja, du hast ja eben schon mal eine Nase vorher reingehalten und hast gesagt, wo ist denn das Kinderzimmer? Ja, und dann hast du gesagt, guck mal hier. Und es ist wirklich beeindruckend, wie der Grundriss ist. Also ich kann nur sagen, wenn ich jetzt zur Seite reinkomme, ich habe ein tolles Polster, eine Mischung aus ganz hellen Tönen und einem Kaffeeton, so einem, ich sag mal, so einem Cremeton in Dunkel mit drin, der dem Wagen wirklich sehr schön steht. Das Ganze ist riesengroß. Man hat also eine richtige Wohnlandschaft hier. Nirgendwo was auf, das ich dir zeigen kann. Das ist nämlich definitiv ja. Leder. Es ist definitiv Leder, sagt sie. Und wir schauen mal ganz kurz hier rein. Ein riesen Heki ist direkt oben drüber. Aber kein normales Heki, so wie das, was ich kenne, sondern das ist professionell. Das heißt, Heki 2. Also es gibt Heki 1 und es gibt Heki 2. So, und das ist gedacht, um das täglich 37.000 Mal aufzumachen? Ja, hauptsächlich für Licht zu bekommen, ja. Sehr schön. Oder halt zu lüften. So, auch hier könnte ich dieses, ich sag mal, diese Wohnlandschaft umrüsten zum Bett. Das ist problemlos möglich. Der Tisch ist absenkbar, aber ich muss es nicht, denn ich habe hinten tatsächlich 4 Schlafplätze nochmal extra ohne Umbauen. Das heißt, ein Raumwunder, das hier wäre zum Beispiel toll, um das auch irgendwo hinzustellen als Zweitwohnung, quasi auf einem Campingplatz oder irgendwo anders. Denn es hat eine richtige Küche mit 4 Flammen Kochfeld. Genau, siehe da. Der Sven kocht gerne. Ja, aber Küche ist ja doch ein zentrales Element. Ja. Also ich kann alles zumachen, dann kann ich die komplette Platte als Ablage verwenden. Schöne Ablagefläche, genau, für eine Kaffeemaschine oder sonst irgendwas aufzustellen. Das kann ich hinstellen. Hier oben habe ich Steckdosen mit drin für den Anschluss. Überall habe ich Glas, was ich sehr leicht reinigen kann. Alle Wände sind komplett aus Glas gefertigt und unvorstellbar große Schubladen. Mach mal auf. Die so breit sind, wie man sie zu Hause hat. Also an der breitesten Stelle. Ich glaube, viel breiter geht gar nicht mehr, oder? Würde ich auch so sagen. Also das ist schon ein Ultimum, dass das so große Schubladen überhaupt sind. Auch sehr tief. Und ja, eine Garderobe auf der linken Seite, die dominant ist. Hier kann ich also meine Jacken hinhängen, habe richtig viel Platz. Hier ist noch eine Erweiterung drin, die haben wir eben schon gesehen. Sehr spannend. Hier kann ich die Kochfläche dann erweitern, dass ich also noch mehr Platz habe.
Hier wäre der Fernseher. Die Vorbereitung ist bereits montiert. Der ist schwenkbar sogar ins Heck rein, sodass ich den so drehen kann, dass ich also auch hinten schauen könnte, wenn ich das möchte. Aber hinten kann man auch einen extra Fernseher reinmachen. Das kannst du auch machen. So, dann oben drüber ein Schrank. Da ist das Sideboard alleine. Riesenschrank. Ist der hier auch dementsprechend. Überall Schränke. Überall Schränke. Da haben wir einen Kühlschrank. Ist auch ein Schrank. Im weitesten Sinn. Aber interessant, der Kühlschrank hat sogar eine Holzverkleidung. Das heißt, du siehst sogar gar nicht, dass hier jetzt ein Schrank drin ist. Mach mal zu. Bitte. Immer wieder spannend. Großer Kleiderschrank. So, und da haben wir die alte. Da ist eine 3020, gell? Jo, eine warme Wasserheizung mit Heizkörpern. Siehst du sie? Ja, eine 3020 ist drin. Das ist richtig toll. Ganz tolle Wärme. Das ist, ja, ich denke mir, gerade Leute, die so ein klein wenig gebeutelt sind, Allergie und Co., Luftverwirbelungen und so weiter, die habe ich hier nicht. Ich habe überall Heizkörper im ganzen Haus, hätte ich fast gesagt, verbaut. Ja, es ist ein Haus. Wir waren uns ja schon einig, dass es eigentlich eine Wohnung ist. Eine Wohnung. Warte, ich gehe mal einen Schritt zurück, dass man mal die Tiefe von dem Raum mal sieht. Denn die Sabrina kann sich nämlich jetzt ins Kinderzimmer begeben. Das hat sie jetzt mal gemacht. Sabrina, komm mal raus. Stell dich mal gerade da hin und bleib mal da stehen. Du bist fast nicht zu erkennen. So weit bist du weg. Das ist ganz krass. So, das heißt, hier ist meine Sitzgruppe. Hier kann ich rausgucken, auch nach draußen. So, dann gucke ich nach vorne. Linke Seite ist dann die Küche. Auf der rechten Seite habe ich meine Wohnwelt, die hier drin ist. Dann gehe ich langsam mal ins Schlafzimmer. Ohne natürlich meine Klimaanlage zu vergessen, die drin ist. Eine gute Truma Aventa, die eingebaut ist. Badezimmer nehme ich auch noch gerade mit. Das ist hier. Mit Dusche und einer warmen Wasserheizung, die hier drin ist. Über die haben wir eben schon mal gesprochen. Also eine Konvektion über Heizkörper, damit es schön warm ist. Dann habe ich eine Tür, die kann ich zumachen. Kann ich es komplett abtrennen, nicht nur einmal, sondern gleich zweimal. Das ist der Wohnbereich. So sieht das aus. Okay. Dann das Bett, bei dem ich von allen Seiten auch rankomme. Ich muss also nicht übereinander steigen, ich kann das Bett verlängern. Das kommt hier nach vorne. Kommt nach vorne. Du siehst, hier oben ist das Ausgleichspolster, das würde dann ins Kopfteil versenkt nach oben. Und dann hast du eine große Liegefläche und dann hast du halt hier vorne nur noch so einen schmalen Durchgang, aber du würdest immer dran vorbeikommen. Also das Teil kommt dann rein, das kann man ausziehen, ja. Und dann kommt das ganze Bett praktisch zu dir. Hier sieht man es. Das hier nach vorne. Mach mal bitte, kurz. Geht das? Ja, wenn es nicht geht, ist nicht schlimm. Ja, ich bin so ein bisschen. Kann man das hochheben eigentlich komplett? Das sind manchmal unterschiedliche Systeme. Mit dem hier bin ich leider nicht so bewandert. Das ist fixiert hier nämlich. Ja. Genau, wenn du es einfach mal hochhebst, nach oben geht es nicht. Das hat hier Gestänge, das ist mir so nicht bekannt. Die kommt nämlich hier raus. Das Gestänge hat hier in der Wand. Das kriegen wir noch raus. Wenn du mal ganz kurz mal die Matratze hochhebst, ich denke, wir können es auch so zeigen. Das ist Gestänge drin, okay? Das kann man rausziehen. Und wahrscheinlich kann man das ganze Teil hochheben, wenn du es mal hochhebst. Das kommt. Ja, da ist es. Die Matratze ja drauf. Und dann habe ich hier einen Stauraum drunter mit der Heizung drunter, der Warmwasserheizung, die da ist. Und jede Menge Details. Das ist nämlich die Frage, für das dann festzuhalten hier, gehe ich davon aus. Ach, das damit ist, dir okay. Das, okay, bitte. So, und dann. So, und das jetzt hat es auch bewegt. Hier, kommst du nach vorne. Jetzt habe ich es gesehen. Okay, das heißt, du kannst es ausziehen, du legst das Teil denn hier rein, genau. Hast dann die Erweiterung fürs Bett. Das heißt, kurze Personen können so schlafen und längere Personen ziehen aus. Ja, sollen wir mal probieren? Ja, mach mal. So, die Sabrina bräuchte das gar nicht. Nee. Die könnte jetzt so drauf gehen, du bist 1,48 Meter, nee, wie groß bist du? 1,68 Meter. 1,68 Meter, so, das war Spaß, ich wusste das schon. Wollte nur einen kleinen Scherz machen. Also 1,68 Meter ginge so. Jetzt kann ich es aber ausziehen, wenn du mal so lieb bist, dass du mal ausziehst. Mach mal.
Denn Leute sagen immer, ja, für kleine Personen, das zeigst du immer, aber die großen Personen. Und jetzt bildet sich das Teil. Genau, mach's mal rein hinten, dass man einfach mal sieht, wie krass dick die Matratze ist. Oh, junger Mann, das ist so neu. Nee, längs. Nee, andersrum. Oben. Genau, noch einmal drehen. Und dann so. Ich hatte den Vorteil, dass ich es sehen konnte von der anderen Seite. So oder so ähnlich. So, und wenn ich jetzt mal reinlegst, bitte, sagen wir so nett. Und siehe da, jetzt habe ich viel mehr Platz, was da ist. Und brauche gar kein Kopfkissen. Probeschläferin Sabrina. Ich rede immer gerne Betten. Das stimmt. Nein, ist ja so, du verbringst mehrere Stunden am Tag im Schlaf. Und das muss doch stimmen. Das muss doch passen. So, bin ich deiner Meinung. So, schieb noch mal rein, bitte. Überall Heizkörper übrigens, einmal unterm Bett, dann habe ich hier Heizkörperauslässe, also überall wird geheizt. Alles ist auch hinterbelüftet, dann habe ich hier nochmal eine Tür, kann ich zumachen, zum Kinderzimmer. Denn das Kinderzimmer ist nämlich extra im Heck, nee, in der Front. So ist es mit großem Kleiderschrank. Ja. Leute beschweren sich mal, wenn ich Heck, im Bug ist es, wenn ich Heck und Front verwechsle. Und dann habe ich, wow, das ist ja riesig. Das wäre meine Ecke hier. Das ist ein richtiges Kinderzimmer. Schöne Höhle. Eine schöne Höhle. Was ist hinten drin? Es sind noch so die Lichter für die. Für die Kinder? Kinder ein bisschen mit. Warte, ich komme mal gerade zu dir. Du hast ja selber Kinder oder ein Kind. So, da hast du. Sogar mit Kindersicherung. Mit Kindersicherung, Steckdose und Nachtlicht. Richtig toll. Also eine kleine Höhle drin, wo du unten bist. Und das gleiche hast du nochmal oben in der gleichen Größe, also eine Kopie, wo du dann hier die Beine reinlegen kannst und hier kannst du dich hinlegen. Hier könnte man aber auch mal spielen. Das ist groß. Boah, es ist riesig hier hinten. Das ist ja mal ein Kinderzimmer, oder? Oder man kann auch als Erwachsener hier prima liegen, denn du bist jetzt 1,70 Meter und kannst problemlos auch reinliegen. Es ist sehr lang. Oben drüber hat man sogar noch ein bisschen mehr Platz. Toll. Komm mal raus. Ja, hat man den Schrank schon offen, den Kleiderschrank? Sabrina? Ja. Sonst machen wir gerade noch mal auf. Da ist noch ein großer Kleiderschrank im Heck drin. Und jetzt mache ich mal gerade eins. Ich gehe mal kurz zu dir. Dann drehe ich mich mal und filme mal gerade hier rein, dass man mal sieht, wie groß das Ganze ist. Also hier habe ich dann das Schlafzimmer von den Eltern. Hier ist das Kinderzimmer mit der Sabrina. Dann drehe ich mich nochmal, dann gehe ich durch, komme dann in den Badbereich rein. Wie gesagt, wenn jemand eine Toilette haben möchte, einfach nur kurz Bescheid sagen. AMC Schmidt macht es möglich. Und die Küche auf der rechten Seite und die Mega-Sitzgruppe mit einer Wohnlandschaft auf der linken Seite hier. Und der zentralen Steuerung der Alderheizung, Winterpaket mit drin. Also das Ding ist dann winterfest mit einer Alderheizung. Das, ja, richtig. Toll, oder? Alde musst du halt immer ein bisschen wartungsintensiver betreuen, auch über den Frostschutz und. Also die ist ein bisschen wartungsintensiver wie eine normale Gasheizung. Aber ich habe selbst nur Alde, also man muss alle 2-3 Jahre mal checken lassen, das Kühlmittel oder das Wärmemittel, was drin ist, aber es ist machbar. Also genau. Sag mal, wer das haben möchte, kein Hexenwerk. Aber es ist unüblich, viele Leute, die, ich sag mal so, das reisende Volk, was sie ja auch oft bedient, die haben selten Alde, oder? Die haben selten Alde, ja. So. Die haben Reisende weniger, Schausteller ja. Hm. Deswegen siehst du hier ja auch schon wieder die Verbindung. Das ist die Schaustellerversion. Das ist die Schaustellerversion. Wobei, du hast eben Allergien erwähnt. Da, wo es jetzt im Moment möglich ist, Alde einzubauen, kommt auch der normale Camper immer mehr dazu. Hm. Denn die ist auch bezahlbar, die 3020 ist eine richtige Investition, macht warmes Wasser zum Duschen, gibt sogar eine alte Flow, da kann ich duschen, bis der 40 Liter Tank leer ist, was dann schnell ging, die kann man nachrüsten. Ja, wir gehen mal raus, machen die Abmoderation, tolles Fahrzeug, wie es hier steht mit 19%, 55.354, aber Sabrina hat zu mir gesagt, kein Problem, wenn jemand Interesse hat an dem Fahrzeug, anrufen, da findet man einen Weg, Kontakt herstellen. Wir da Mittel und Wege.
Genau, das ist so. Das heißt, das ist jetzt ein 2019er, ist einer der letzten. Der ist am, ich sag mal, relativ spät 2019 zu euch gekommen, ist jetzt knapp ein Jahr alt, ist nagelneu, steht ja auf dem Hof seitdem hier. Genau. Der wird natürlich gewienert, vor der Auslieferung gecheckt, 5000 Mal. Das ist so und hat die vollen 2 Jahre Gewährleistung von Detlefs. Von Detlefs, von uns. Von euch. So ist es. 2,8 hattest du eben ja die Daten schon gescannt. Genau, Gewichtserhöhung 2,8 Tonnen, die ist auch mit dabei. Und das Modell heißt 780 Detlefs exklusiv 780 KQR. Ja, vielen Dank, Sabrina. Danke, Sven. Tolles Fahrzeug, also ganz ehrlich, ich bin ganz begeistert. Wir sind bei AMC Schmidt in Idar-Oberstein. Tschüss.